Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Givaldo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir sind hier immer noch in Roma und wir sind gerade aus einer Kanalisation gekrochen. Irgendwo hier, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Auf jeden Fall sollen wir an diesem Ort ein Auge finden. Wir sollen Auge machen, das heißt, ich werde natürlich wieder unseren Ultramodus einschalten. Nun, es ist eine elegante Art der da oben will ich auch gerne hin erstmal. Da ist ja so ein Borgia-Banner. Ja, wundervoller Sprung. Ich liebe es, wenn er das tut, was er soll. Ich hasse es. Warum springst du nicht da hoch? Kann man überhaupt hoch? Siehst du, es geht. Es geht doch. Warum nicht gleich so? Dann hier und zack. Schon haben wir ein Borgia-Banner. So heißt es. Jawohl. Ich suche mal von hier das Auge, damit wir da reinschlüpfen können und ein wunderschönes, pikantes Rätsel lösen. Was ist das da oben? Ja, okay, das ist die Sonne. Ja, alles klar. Wir steigen einfach mal in die Sonne. Warum nicht? So, von hier sehe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es kann auch sein, dass es da oben ist. Das ist natürlich möglich. Da oben ist allerdings auch so ein Wachturm. So ein Borgia-Turm, um genau zu sein. Ich überlege gerade, ob wir das machen möchten. Oh, guck mal, hier ist wieder eins aufgegangen. Ein Versteck von Romulus. Genau, da waren wir beim letzten Mal. In der letzten Folge, um genau zu sein. So, das nächste Ziel, das wir haben, ist es hier im Osten oder weiter im Norden? Ich würde mal sagen, wir holen uns diesen Turm hier, ja, den Aussichtspunkt, und dann machen wir uns auf zu dem Versteck und dann holen wir uns den Erinnerungsanfang. Ich denke, das ist ein guter Plan ist. Liebe Dame, darf ich mal durch? Ach nee, ist eine Bettlerin. Tschüss. Oh, Moment, das ist Borgia Hauptmann. Die sind ja schon im Borgia-Gebiet hier. Ja. Nein, ich warte nicht. Kann ich da hoch? Hier über diese Säulen? Geht das? Das wäre natürlich ganz cool. Ganz famos, wenn man da hoch könnte. Ist hier vielleicht irgendwo das Auge? Bevor ich es verpasse. Nee, sieht nicht danach aus. Dann springen wir doch mal hier hin. Das ist ja sehr elegant. Der sieht uns auch gar nicht wahrscheinlich. So, jetzt können wir durch. Ich werde mal unsere Klinge ausrüsten, denn die ist, glaube ich, sehr gut dafür. Ciao. So, das war einer. Wo ist der Hauptmann? Wir müssen natürlich den Hauptmann umhauen. Da ist ein Brunnen, den brauchen wir nicht. Wo ist der Hauptmann? Der guckt genau in unsere Richtung, jetzt nicht mehr. Vielleicht erwischen wir den ja irgendwie. Was zum Henker war das? Ruhe! Kommen die jetzt hier hoch? Natürlich. Wie die Wildgewordenen kommen die jetzt hier hoch. Ja, komm. Komm. Tschüss. Ciao, das ist mein Turm. Na los. Au revoir. Okay, das tötet ihn nicht. Ups. Shit, das wollte ich gar nicht. Ja, los, komm her. Trau dich. Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. So, was bist du? Du bist ein Dieb wahrscheinlich. Dich interessiert. Du interessiert mich nicht. Nicht wirklich. Du bist der Hauptmann. Oh. Das Ding hängt unten an der Straße direkt? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ganz was Neues. Sonst hängt das irgendwo ganz komplett versteckt. Irgendwo, wo man es niemals sehen könnte als normaler Passant. Aber gut, hey. Weiß Bescheid. So.
ist jetzt die Frage. Die Frage, wo ist Le Hauptmann? Ups. Wir sollten ihn erstmal erledigen. Dreh dich nicht um, bitte. Tschüss. Wir müssen eh alle erledigen, wahrscheinlich. Wo ist der Hauptmann? Ich sehe nicht. Da oben ist noch so ein Banner. Und da ist der Mond. Der Mond ist sehr schnell. Der Mond ist sehr schnell. Zu schnell. Das... Okay. Der schnellste Mond aller Zeiten. Ich verstehe. So, wo ist jetzt... was ist das da hinten? Da sind auch noch ein paar Wachen. Aber den... Den Hauptmann, den finde ich komischerweise nicht. Wo ist denn der? Wo ist der Hauptmann? Der ist aber nicht oben im Turm, oder? So, okay. Ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Wird der nicht golden angezeigt? Ist das nicht so? Okay, die drei, ganz ehrlich, interessieren mich nicht. Der... Die haben mich nicht gesehen, oder? Der sieht mich. Da hinten ist der Hauptmann. Der wird gesondert angezeigt. Sehr gut. Der ist auf dem Pferd? Moment mal, Kollege. Tschüss! Ernsthaft? Okay. Bitte sehr, wie du willst. Euer Fehler, Freunde. Euer Fehler. Alter, der schmeißt einfach mit Steinen nach mir. Die spinnen wohl. Ich reiß dir die Augen aus, aber wirft einen Stein nach mir. Kann ich hier nicht? Kann ich nicht, ne? Oh doch, das geht. Komm her. Ich habe Erfahrung mit den Assassinen. Na los. Tschüss. Oh. Hi, Freunde. Oh, das mit den Attentatsserien gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Unsere Stärke ist die Wachsamkeit. Assassinen greifen nicht von vorne an, sie nähern sich im Verborgenen. Die greifen nicht von vorne an. Hey! Ich lebe nur deshalb noch, weil ich jederzeit beobachte und lausche und... Du Drecksack, komm her! Assassinen greifen nur von hinten an. Hat man gesehen. Schluss jetzt! Wer seid ihr denn? Schenkt euch einen sauberen Tod! Oh mein Gott! Ihr seid ja übelste Kanten. Alter, diese... diese Attentatsserien zählen sogar für diese Riesen! Alter! Boah, dich will ich plündern. Mal gucken, was du hast. Ich hätte jetzt darauf wetten können, dass er eine Tomate dabei hat. Fragt mich nicht warum. So, da ist noch ein Kollege da oben, aber der ist mir gerade egal. Ich will nur den Turm. Ich will den Turm anzünden. Die haben ja nichts gegen mich, ne? Ihr habt nichts gegen mich, oder? Oh. Moment, hier kann man ja... Hier kann man hoch. Nice. So, sehr schön. 1200 haben wir im Banktresor. Nette Summe, muss ich sagen. Aber ich will, dass sie sich weiter füllt. Ich will, dass sie richtig gefüllt ist, dass wir sie abheben und wunderschöne Sachen davon kaufen. Rüstung, Waffen, Munition, einfach alles, Freunde, einfach alles. So, und jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Synchronisiere mir einen ab. Und dann zünde ich das Ding an.
Was, hätte ich das Synchronisieren vergessen? Hätte ich nochmal hier hochgemusst. Das wäre natürlich fatale Mente. Anzünden. Und wieder einmal brennt ein Turm. Und wieder einmal weiß niemand, wer es war. Außer wir natürlich. Sehr, sehr gut. Plus 1000 Florin auch noch. Der Einfluss wurde eliminiert. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt muss ich nur mal schauen, ob ich dieses Steckbriefchen hier finde. Wo ist das? Wo ist der Steckbrief? Ich will den Steckbrief. Wo ist der? Ernsthaft, wo ist der Steckbrief? Hier unten. So, einmal runter. Weg damit. Braucht auch keiner. So. Okay. Ein Steckbrief noch und schon sind wir inkognito unterwegs, glaube ich. Da sind wir schon. Weg damit. Alright. Jetzt. Können wir hier dieses Auge finden? Oder ist das nicht hier? Ja, es ist nicht so perfekt beschrieben, muss ich sagen. Es ist nicht perfekt beschrieben. Was ist denn das hier? Was ist das? Fraktionsgebäude. Okay. Renoviertes Fraktionshauptquartier erforderlich. Kurtisanen. Oh, die kann man nicht, ne? Nur die Diebe. Ja gut, Diebe ist mir gerade egal. Was mich mehr interessieren würde, erstens dieses Banner natürlich. Aber wo? Wo ist das Auge? Wer ist Sa'ai? Wo kann ich reinschlüpfen? Ist das überhaupt hier? Also wenn ich mal hier schaue auf die Datenbank, Inventar, haben wir ein Ausrufezeichen bei Monturen. Drachenrüstung? Was? Was ist das denn? Von den Plattnern der Familie Helmschmied im Jahr 1489 hergestellt. Wegen des hohen Gewichts wurden nur wenige dieser Rüstungen vollendet, da nur wenige Männer stark genug waren, sie zu tragen. Anziehen. Möchten Sie wirklich die Drachenrüstung laden? Ja. Eine Drachenrüstung? Ja, klar. Elden Ring, Freunde. Elden Ring. Okay. Wir sind nicht mehr da, wo wir gerade waren. Shit. Verdammt. Aber ist nicht weiter schlimm? Die Rüstung gefällt mir sehr gut. Hat natürlich mit Altairs Rüstung nicht mehr ganz so viel zu tun, aber ganz ehrlich. Wenn neue Rüstung bekommen, ziehe ich die an. Das mache ich voll gern. Mag ich voll gern. Ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch auch. Okay, aber was ich eigentlich gucken wollte, ich war jetzt abgelenkt. Natürlich abgelenkt. Datenbank. Orte. Wo ist... Hier ist das Auge. Aventino. Aventino. Okay, das ist nicht ganz da, wo wir sind. Das ist... Jetzt ist die Frage am Berghang. Aber ist das auf der Seite? Nee, das ist nicht auf der Seite. Das dürfte hier vielleicht sein. Ich guck mal. Aventino. Das sieht hier danach aus, aber ich bin mir auch nicht wirklich sicher. Oder ist das da hinten? Ich bin ein bisschen... Konfus. Konfuzius. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wo ist das denn? Oder ist es doch hier? Es sieht aber nicht danach aus. Der schnellste Mond der Welt im Hintergrund. Der schnellste Mond der Welt, weißt du? Als gäbe es mehrere. Also ja, es gibt mehrere Monde, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Der Mond ist halt schnell.
So. Okay, ich weiß trotzdem nicht, wo dieses Aventus sein soll. Moment, was ist das denn überhaupt? Was ist das denn? Kann man das irgendwie markieren? Das war doch so, dass man bestimmte Orte auch sich hier ansehen kann auf der Map. Datenbank, Orte. Auswählen, Marker setzen. Marker setzen? Ja, voll gut. Was heißt das? Marker setzen? Habe ich das jetzt auf der Map markiert? Pyramide Zestia. Ne, das ist es nicht. Pferdestelle. Colle Palatino ist es auch nicht. Eigene Markierung. Rechts von uns. Also hier. Das ist also der Ort, den wir suchen. Freunde, beruhigt euch. Warum ist denn der so Gold? Okay, hier müsste es sein. Ist das richtig? Vielleicht sind wir hier tatsächlich richtig. Und hier irgendwo. Autsch. Okay, hier finde ich erstmal gar nichts. Aber ist das hier? Ist das hier tatsächlich? Ja, wobei, es kann natürlich sein, dass es hier ist. Das hier. Sehe ich von hier irgendwo dieses Auge? Ich würde das gerne mitnehmen. Ich meine, wenn wir schon mal da sind. Ja, es ist schon recht schwierig, diese Dinger zu finden. Habe ich das Gefühl, schwieriger als im anderen Teil. Als bei Assassin's Creed 2. Finde ich das ein bisschen schwieriger. Ist das denn? Also ich gehe jetzt mal auf die Suche. Ich hoffe, dass ich es finde. Wenn nicht, machen wir einfach weiter, würde ich sagen, oder? Ich habe die ganze Zeit am Berghang gesucht. Weißt du, auf dem Bild ist halt der Berghang zu sehen. Stattdessen ist das hier einfach mitten im Turm. Weißt du, mittendrin. Also. Ja. Naja, zum Glück habe ich es gefunden. Da bin ich ganz froh drüber. Aber das ist schon... Wow. Kann ich da wenigstens hoch? Nein, da darf ich nicht. Mhm. So, nochmal zurück. Einfach mal hier. Kann ich ja nirgendwo hin? Okay, hier kommen wir hoch. Vielleicht muss ich von oben mich wieder runterfallen lassen. Das ist natürlich auch möglich. Wahrscheinlich ist das auch... So gewollt, ja. Wir versuchen es mal. Ja, das sieht gut aus. Ja. Okay. So. Gleich kommt's wieder. Ja, der Würfel und dann laden. Laden. Cluster 4 von 10, Freunde. Ja, von 10. Das ist nicht so viel. Kriegen wir hin. Kriegen wir sehr gut hin. Laden. Diese intelligenten Arbeiter haben keine Selbstkontrolle. Die haben keine Selbstkontrolle. Was? Keine Selbstkontrolle. Das ist Fließbandarbeit, wie es aussieht. Das kontrolliert sich nicht selber. Das ist ein Roboter, der von alleine arbeitet. Wahrscheinlich. Das muss auf jeden Fall bedient werden. Telefonanlage, glaube ich. Webstühle, auf jeden Fall bedient. Das ist, glaube ich, ein PC. Einer der ersten PCs. Wahrscheinlich nicht. Diese intelligenten Arbeiter haben keine Selbstkontrolle. Keine Selbstkontrolle. Also müssten die
ferngesteuert werden. Meinen die das damit? Die laufen auf jeden Fall von selbst. Die haben ja Selbstkontrolle, die schalten halt um. Nein. Haben keine Selbstkontrolle. Was? Verstehe ich nicht. Muss ich die ganzen Fließbandarbeiter jetzt hier draufhauen? Auswahl aufheben. Ich nehme alle Fließbandmitarbeiter hier. Nein. Auch nicht. Nein. Vielleicht sind es eben nicht die Fließbandmitarbeiter, sondern alle anderen. Die hier, der Roboter, das Ding. Hätte ja klappen können, ne? Okay, ich bin gerade absolut am Raten. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Was heißt denn keine Selbstkontrolle? Ich meine, das Ding, das kontrolliert sich ja nicht von selbst, ne? Das ist es nicht. Das hier, ich meine, ja, die haben keine Selbstkontrolle. Der hat ja da hinten eine Fernbedienung, der muss dabei sein. Das Ding fährt sich nicht von allein. Das arbeitet von allein. Was das ist, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Die arbeiten von selbst, die auch. Das muss man kontrollieren. Hä? Ich weiß gerade überhaupt nicht, was da gemeint ist. Ich sollte mal den Hinweis nehmen, auch wenn ich es sehr ungern mache. Hat was mit Maschinen zu tun. Kluge Maschinen. Oh, wow. Kluge Maschinen? Keine Ahnung. Kluge Maschinen würde ich sagen, PC. Aber die arbeiten eigentlich auch von selbst. Aber ich weiß nicht, was da genau gemeint ist. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß halt nicht, was das hier ist. Das ist halt Handwerksarbeit, ne? Das ist ja keine kluge Maschine. Auch wenn das alles sehr kluge Köpfe sind auf dem Foto. Das hier ist eine Telefonanlage, glaube ich. Laden. Na klar. Scannen. 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 Äpfel, Orangen, Birnen, Gurken, Rettiche, Karotten, Spinat, Datteln, Holz, Wacholder, Stahl, Aluminium, Wasser, Regen. Hört sich an wie ein Brokkoli-Auflauf. Nur ohne Brokkoli. Also ein Rezept. Regen, Hütte, Ortschaft, Dorf, Stadt, Land, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Gehen, singen, tanzen, spielen, essen, lächeln, weinen, lachen, töten, sehen, wissen, Tod, Reue, Liebe. Okay. Laden. Oh ja, haben wir wieder so eins. Ja, das kriegen wir hin, Freunde, ich bitte euch. Wir sind doch die Experten hier mittlerweile. Okay, das ändert sich mit dem komplett äußeren Teil. Oh Gott, okay. Das sieht richtig aus. Das sieht falsch aus. Moment. Wenn ich außen... Okay. Das ändert sich. Ist irgendeins, das sich alleine bewegt? Ja, das. Okay. Das ist gut. Dann kann ich den hier bewegen. Ist jetzt nur die Frage, wie rum? So rum? Ist das richtig? Ich weiß es gerade nicht. Sieht falsch aus. Das sieht auch falsch aus. Das sieht alles sehr falsch aus. Gerade. Wobei, so geht's eigentlich.
So können wir es lassen. Oh, verdammt. Der ganz äußere dreht sich. Okay. Ja, können wir machen. Das ist aber falsch rum. So müsste es richtig sein. Und das Ding können wir alleine bewegen, ne? Aber falsch rum. So. Was? Welches stimmt denn nicht? Oh. Das Ding hier, ne? Ja, so ist es richtig. Natürlich. Da muss ich den aber natürlich wieder verschieben. Oh. Das hat gut geklappt. Es ist möglich, eine einzelne Maschine zu erfinden, mit der alle berechenbaren Berechnungen durchgeführt werden können. Ein Taschenrechner vielleicht? Ich habe kein Interesse, ein Superhirn zu entwickeln. Ein mittelmäßiges Gehirn ist alles, was ich will. Ein Taschenrechner. Wahrscheinlich, oder? Laden. Laden. Taschenrechner. Oh, spielen wir wieder Schach. Alan Turing wollte die Misere der Arbeiter beenden. Was? Was? M gleich Q? B? Wobei? Was? Hä? Was soll ich denn damit jetzt? Hier ist ein B. B? Haben wir irgendwo eine Zahl? Hat das irgendwas mit B zu tun? Und dann vielleicht mit... Oh, B2? B2 auf... G3? Das kann ja nicht sein. B2 auf B3? Ist das richtig? Nein, ist richtig, richtig. Vielleicht G auf 3. Ah, ist klar. Okay. Man muss die Buchstaben und die Zahlen einfach zu koordinieren, zu ordnen. Abstergo Telefonaufzeichnung, Juni 54. Was? Spiel? Okay, wir müssen das Rechte hinbekommen, ne? Schon passiert. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Frau, hier ist N. Turing muss heute erledigt werden. Wäre das nicht vorschnell? Sie ließen ihn bereits verhaften und sedieren. Er lehnt die Direktive immer noch ab. Er hat tatsächlich vor, eines dieser infernalen Geräte zu erfinden, statt es nur für die Presse vorzutäuschen. Wenn er es schafft, Sie wissen, was die Massenarbeitslosigkeit durch seine Roboter bedeutet. Untätige Hände. Es ist zum Wohl der Menschheit. Was ist mit Kainz? Er vertraut Turing. Wir sprechen hier vom Gemeinwohl, V. Und ein kinderloser Arbeiter ist kein gutes Vorbild. Sie dürfen nicht alle aufhören, sich fortzupflanzen. Gut, es ist Ihre Entscheidung. Es muss so geschehen wie bei Harry Dexter White, als er die Sowjets warnen wollte. Okay. Seien Sie erfinderisch. Vielleicht was aus der Bibel. Turing hat einen Sinn fürs Theatralische. Der Turing-Test. Laden. Hat das was mit dem Turing-Test zu tun? Quarantänezone. Okay. Okay, da ist der erste Punkt. Nehmen wir den. Da war das der zweite. Oh shit. Da ist der zweite. Quarantäne aufgehoben. Wenn das so einfach gehen würde mit Corona. Quarantäne einfach aufgehoben, weil ich zwei rote Punkte gefunden habe. Freunde. Cluster 4 also geschafft. Freunde, haltet euch fest. Holt das Popcorn. Wir spielen den Film ab. Wow, ein Meisterwerk. Warum kann man das überhaupt sich anschauen? Da sieht man nichts. Man sieht absolut gar nichts. Was machen wir denn hier oben? Wie kommen wir hier hoch? Wir waren noch auf dem halben Weg zum Turm. Okay, gut. So, einmal runter bitte. Nice. Ich würde sagen, ich guck mal gerade auf die Map. Wir machen uns jetzt auf in diese Direction hier.
Und alles das, was wir finden auf dem Weg, holen wir uns. Schnappen wir uns. Die Markierung brauche ich nicht mehr. Wie wäre es hiermit? Hiermit und dann den Aussichtspunkt. Das ist ein guter Plan. Komm her. Versteck von Romulus. Das schnappen wir uns. Oh mein Gott. Nein, nicht hier drüber. Das wäre der Tod. Wir nehmen den weiten Weg. Wir können ja auch unser Pferd rufen, ne? Wir können unser Pferd tatsächlich rufen. Finde ich sehr, sehr cool. Weil die Wege hier sind natürlich etwas langatmig. Da sind einige lange Wege, die wir hier gehen müssen. Auch wenn unser Pferd keinen Bock hat auf kleine... Oh, komm schon, willst du mich verarschen? Du kannst ja wohl hier runterspringen. Hi, hi. So, wenn du nicht willst, bitte sehr. Oh, da ist eine Kiste. Hallo, liebe Kiste. Dich nehme ich mit. 142 Florin und Muskat. Klasse. Jetzt kann man wieder ein Süppchen brauen. Autsch. So, komm mal her jetzt. Pferd. Hallo? Willst du mich verarschen? Der wartet jetzt echt da oben. Jetzt? Besser? Ja, da ist er. Sehr schön. Bleib stehen. Okay. Jetzt sind wir eigentlich schon fast da. Egal. Machen wir uns auf den Weg. Telio. Also wie gesagt, die Orte lese ich jetzt nicht vor. Das würde den Rahmen wahrscheinlich sehr sprengen. Aquedetto Claudia. Das sollten wir uns natürlich ansehen. Ich guck mal, ob wir das finden auf Anhieb. Oder vielleicht nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass... Könntest du das? Borgia Hauptmann, was? Okay. So, wir schauen uns das mal an. Ich würde doch schon gerne finden, was es hier zu finden gibt. Aber ich sehe bisher nichts. Warum muss das immer so gut versteckt sein, Mann? Oder ist es wieder der Turm? Oder ist es wieder der Borgia-Turm? Das kann natürlich auch sein. Hi, hi, andiamo! Wir lassen uns auch von tausend Sachen... von tausend Sachen ablenken. Das ist unfassbar. Hi, hi! Hi, hi! Okay, hier ist schon mal gar nichts. Auf der Seite. Ein toller Sprung, mein Freund. Ein toller Sprung. So, kann ich hier jetzt rechts? Ich muss wieder hier hinkommen. Ja, das ist richtig. Mhm. Ich sehe leider gar nichts hier. Hier unten ist auch nichts. Verdammt. Ja, es ist schon langsam. Okay, bringt nichts. Der kommt ja wieder nicht runter. Was ist, wenn ich hier hochsteige? Kann ich das? Oder ist wirklich wieder der Turm da hinten? Das wäre auch blöd, oder? Autsch. Hat nicht wehgetan, alles gut. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht müssen wir wirklich diesen Borgia-Turm außer Gefecht setzen wieder mal. Wir finden das schon noch heraus. Das läuft ja nicht weg, Freunde. Außerdem haben wir gerade eben erst ein Rätsel gelöst. Ich würde gerne das Versteck mir anschauen. Das ist eigentlich immer ganz, ganz interessant. So, und da sind wir auch schon. Wenn wir denn hier reinkommen. Komme ich hier rein? Ja. Hallo. Wo komme ich denn hier zum... Da ist es. Let's go, Freunde. Oh, das kann man nicht einfach auftreten. Das muss man mit dem... okay, mit der Klinge. Alles klar. Kein Problem. Dafür, wir sind ja ein Meister-Assassine. Was auch bedeutet, wir können den Dietrich perfekt einsetzen.
Okay. Wir sind jetzt also im Kolosseum, was ich echt cool finde. Oder besser gesagt, unter dem Kolosseum. Den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Den Schrein des Romulus finden. Akzeptieren. Nicht mehr als 3 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Heißt das, wir kämpfen hier? Aha, das ist natürlich drin. Das ist natürlich drin, dass wir das hinbekommen. Ich bin froh, dass wir hier keine Zeitangaben haben. So von wegen, du musst das in 8 Minuten schaffen. In 8 Minuten, nicht 9, nicht 10, nein, es sind genau 8. Wer kommt auf die Idee? Ups. Oh, scheiße. Wer kommt auf die Idee, da draus 8 Minuten zu machen? Wieso? Weise Fuck. Okay, hier sind wir, glaube ich, richtig. Hä? Was ist denn mit dem? Ezio, hast du langsam... Hast du langsam Schwund? Der hat Muskelschwund der Liebe. Ah, hier können wir rüber. Mhm. Dann kommen wir hier an das Banner. Ich dachte schon, wir verlieren jetzt eine Gesundheitsanzeige. Das wäre natürlich blöd gewesen. Das muss ich jetzt mal zugeben. Das wäre ja wirklich sehr, sehr blöd. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ah, okay. Ja, gut. Die Balken habe ich nicht gesehen. Komme ich hier auch wieder zurück? Zum Glück. Zum Glück komme ich da zurück. Ein Ebel. Interagieren wir doch mal damit. Öffnet wahrscheinlich das Tor. Was auch sonst, Freunde, was auch sonst. Hallo, Freunde, liebe Wölfe. Kommt mich holen. Aber nehmt mir keine Gesundheit ab. Denn sonst bekomme ich keine volle Synchronisation. Moment mal, was ist das denn? Der ist nicht tot. Der hat noch einen Lebensbalken. Natürlich. Wie die einfach diese Käfige eintreten. Was? Okay. Okay, Freunde. Die Situation kenne ich schon. Die kenne ich sehr gut. Wir haben schon 13 von euch besiegt. Da werde ich 4 oder 5 von euch locker flockig ausschalten können. Wer ist das eigentlich? Dein Tod ist beschlossen, Assassin. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Niemals! Okay, niemals. Ich verfolge dich. Shit. Das wird so eine krasse Verfolgungsjagd wieder. Ich mag die eigentlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man keine Chance hat, den einzuholen. Oder hat man eine Chance, den jetzt schon einzuholen? Ich hätte ihn fast gehabt. Shit. Ich glaube, das ist nicht möglich, oder? Oh. Merda. Was zum Henker? Welcher ist das? Kann ich nicht mit dem Adlerauge irgendwie ihn... Nein? Oh, was ist das hier für ein... Für ein lieblicher Geruch? Da ist irgendeine Spur auf dem Boden. Ich folge der mal. Ziel lokalisiert. Der ist wieder weggerannt, ne? Was war das? Entschuldigung, ich will hier gar nicht hin. Sorry, Freunde.
Wo ist denn der? Hä? War ich falsch? What the fuck? Wie siehst du denn eigentlich aus? Hä, muss ich hier doch lang? War ich richtig? Oh. Ich muss da durch, ne? Oder nicht? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab ihn verloren. Oder ich muss hier hoch. Ah, ich muss hier hoch. Hier ist eine Leiter. Eindeutig eine Leiter für uns präpariert. Ich meine, wer sollte sie sonst dahin stellen? Huch. Mümpferd. Okay, da stehen noch Pferde. Ja, ich bin ja dabei. Achso, X halten. Andiamo. Nein. Kriegen wir hin. Da ist ein Banner. Scheiß da drauf. Scheiß auf das Banner. Aus dem Weg, Pöbel. Kriegen wir den irgendwie eingeholt, sodass ich ihn... Besteigen will ich jetzt nicht sagen, ne? Aber dass ich auf ihn drauf springen kann. Leck mich doch, Mann! Wie kriegt er das hin? Der kennt sich ja voll gut aus. Halten und 4 drücken. Oh. Wieso geht das nicht? Das ging nicht, verdammt! Okay. Schnauze, wo bist du? Mann, das hat nicht geklappt mit diesem... Okay, ich glaube, ich habe noch nichts verloren an Gesundheit. Das ist ganz gut. Ja, da Terrakotta-Gefäß. Schön, nehme ich. Warum auch nicht? Schöner Fund. Nehme ich mit. Kann ich verkaufen. Oder ich kann es nutzen als irgendwas zum Basteln. Ich weiß es nicht, was wir damit machen können. Noch nicht. Aber mit Sicherheit können wir was Sinnvolles damit machen. Okay. So, den schnappen wir uns, den Dreckskerl. Komm her. So, muss ich wieder jagen. Unnötigerweise. Oh. Das ist natürlich jetzt ganz angenehm. Wo ist der hin? Wahrscheinlich hier durch dieses Loch. Oh. Okay, cool. Guter Sprung auf jeden Fall. Den Schrein des Romulus betreten. Das mache ich doch gern. Und wie mache ich das? Zum Interagieren. Den Schatz der Anhänger Romulus nehmen. Hey, aber was mit dem Typ? Ich will den Typ. Konnte man den nicht erledigen? Doch, oder? Da habe ich den erledigt. Und ich habe es gar nicht gemerkt. In dem Kampf gerade. Ich bin perplex gerade. Buddhistische Gebetsperlen. Ich warte nur darauf, dass ich meine Tomaten bekomme. Wo sind meine Tomaten? Ich brauche noch 2-3 Tomaten für mein Omelett. 428 Lurin. Nice, netter Fund, nett. Ich brauche Tomaten, Freunde. Weihrauch. Okay. Ist hier sonst nichts? Ich glaube nicht. Schnappen wir uns den dicken Kasten hier. Und da wird wahrscheinlich wieder eine Schriftrolle sein. Mit einem Schlüssel. Was steht drin? Schriftrolle 3 von Romulus. Die erste Versammlung ist beendet. Unser Problem liegt auf der Hand. Doch unsere Antwort ist noch unklar.
Caesar entfernt sich vom Senat und vertraut lieber ausländischen Herrschern. Er hat das Ego und Auftreten dieser ägyptischen Hure übernommen. Kleopatra. Wahrscheinlich. Er weigert sich aufzustehen, wenn er uns anspricht und spottet über unsere Sorgen. Er hat seinen eigenen privaten Senat erschaffen, bestehend aus Betrügern, Manipulatoren, Menschen ohne jedes Interesse am Wohle Roms. Meine Brüder sind auf Blut aus, aber ich bin nicht sicher, ob ich es vergießen kann. Nachdem meine Brüder gegangen waren, habe ich die Höhle weiter erkundet. Ich habe Spuren dessen gefunden, was mich hierher geführt hat. Ein Flüstern. Flackernde Lichter durch kleine Spalten im Fels. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Und wir sind genau dabei, das zu tun. Ich freue mich schon sehr auf die Schatzkammer, muss ich sagen. 3 von 6 Schriftrollen haben wir. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was wir bekommen. Und wir werden das natürlich tun, denn wir sind ein Gladiator. Coole Trophäe, Gladiator, weil wir im Kolosseum waren, ne? 100% Synchro übrigens. Nice.